Ein Spezialkommando der Polizei hat in Johannesburg das Anwesen der umstrittenen Unternehmerfamilie Gupta untersucht. Insgesamt nahmen die Beamten 3 Personen fest, darunter soll auch einer der 3 Gupta-Brüder sein. 2 weitere Verdächtige wollen sich der Polizei stellen. Endlich wird etwas dagegen unternommen. Diese Leute müssen aus unserem Land verschwinden. Sie müssen uns in Ruhe lassen, sie haben genug Schaden angerichtet. Auf jeden Fall muss Suma gehen. Er klammert sich ans Leben. Ich kann es ihm nicht verdenken, aber auch er muss gehen. Wir brauchen einen Neuanfang. Die Guptas pflegen enge Beziehungen zu Südafrikas Präsident Jacob Zuma. Ihnen wird vorgeworfen, Einfluss auf die Politik genommen und die Freundschaft für ihre Geschäftsinteressen ausgenutzt zu haben. Sie weisen diese Vorwürfe zurück. Die Regierungszeit des seit 2009 amtierenden Präsidenten wird von Korruptionsskandalen erschüttert. Erst am Dienstag hatte die südafrikanische Regierungspartei ANC ihren Präsidenten offiziell zum Rücktritt aufgefordert. Für Donnerstag ist ein Misstrauensvotum geplant.